Ich hoffe, du hast gut geschlafen, Sajil. Denn wir müssen das nicht mehr. Nein, 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 nein. Aber wir brauchen Geld. Ganz viel Geld. Ohne Geld kommen wir hier wohl nicht weiter. Und eine Rüstung. Das brauche ich auch. Lustiges Bändchen hat der Mann. Die Dame. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Sehr schön. Ich brauche was. Ich brauche was, ja? Mhm. Ja, wir brauchen ganz viele Sachen. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich glaube, vorerst wollen wir erstmal das ganze Zeug loswerden, das wir nicht brauchen. Ganze Bolzen. Meinen Helm, den baue ich aber. Dann dieses komische Zeug hier, das baue ich alles nicht. Brauche ich auch nicht. Genau. Bisschen Geld haben wir ja sonst noch. Sonst haben wir nichts. Wollen wir doch mal sehen, ob das für eine Rüstung reicht. Nein. Es reicht nicht für eine Rüstung. Sind denn hier alle verrückt geworden? Wie kann man denn da so viel Geld verlangen dafür? Wo kommen wir denn da hin, wenn ehrliche Skelette, ich meine natürlich völlig normale Leute, zu keinen Rüstungen kommen? Ich habe gehört, dass hier irgendwo in der Nähe ein Banditenlager ist, das wohl viele Leute meiden. Wir sollten dort mal vorbeischauen. Aber... Aber was denn? Aber Frederik, was ist denn, wenn die Banditen uns ihr Zeug nicht übergeben wollen? Dann kriegen sie von uns ein paar Backpfeifen. Oh ja, das gefällt mir sehr gut. Damit kann ich mich anschließen. Und schließlich ist der Sajil noch dabei. Die wollte ja unbedingt zeigen, dass sie kämpfen kann. Und da werde ich dafür. Ich glaube auch Lord Geogorath würde es gefallen. Und wir können unsere Zustecherfähigkeiten noch etwas verfeinern. Oh, die Khajiit sind auch schon weg. Das soll ja hier gleich um die Ecke sein. Hieß es jedenfalls. Die gehen zurück auf ihre Arbeitsplätze. Wollen wir doch mal sehen. Das müsste da irgendwo da hinten sein. Laut den Einheimischen. Die betet hier. Die betet für Grünkohl. Naja, jedem das Seine, nicht wahr? Ja, so wenn das der örtlichen Pflanzenwelt hilft, dann bin ich der Letzte, der etwas dagegen sagt, nicht wahr? Wohl wahr, wohl wahr. Alle dabei, Kluckluck ist da, Sajil ist da. Da kann also auch nichts passieren. Wir sind bereit. Hier oben dieser Weg soll dahin führen. Ich bin mir sicher, das lohnt sich dort vorbeizuschauen. Einer von den netten Leuten wird sicher eine Rüstung haben, die er uns abgeben kann. Boah! Schau mal! Frederik! Klucklucks Schwester! Ich weiß nicht, ob das Klucklucks Schwester ist, aber sie scheinen wohl etwas ähnlich zu sein, nicht wahr? Ja, ist wohl so. Ich hoffe, dass es der Schwester von Klucklucks gut ergeht hier. Wäre eine Schande, wenn dem nicht so ist. Aber wer bin ich, um sich da zu beschweren? Also. Aber wenigstens haben wir gutes... Eine Ratte. Na du Ratte. Ich weiß, du Ratte. Ratte tot. Ich habe ihn getötet, Sajil. Diese Ratte hatte keine Chance. Jetzt müsste es hier nach oben gehen. Da hinten ist jemand mit einer dicken Rüstung. Eine ganze Truppe. Oh. Die scheinen mir bis an die Zähne bewaffnet zu sein.
Gluck, gluck. Das ist doch Gluck, gluck. Sieht so aus. Oh, 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 oh. Bauer Bogenschützen. Oh. Aber leider auch nur Müll. Tötet ihn! Oder sie! Bring euch um, wenn ich es muss. Direkt ins Gesicht. Sehr schön. Aber die haben alle keine schwere Rüstung. Wo kommt man da hin? Das ist ja eine Perversion hier. Oh, 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 oh! Käse! Lord Cheogorath mag Käse. Knoblauch. Lauch! Ja, du bist ja auch so ein Lauch. Du bist ein ganz lustiger heute, Frederik. Ich hab so meine Tage, ja? Also. Ah, eine Kiste. Wollen wir doch mal hören. Wo höre ich das Schloss? Es gibt keine Kiste, die mir widerstehen kann. Nur Gold. Nice. You're getting good at lockpicking, yes? Hm, weiß es nicht. Sieht so aus. Wo ist eigentlich Gluck-Gluck hin? Gluck? Ich glaube, die hat Angst gekriegt. Oh. Sie wird wohl schon zu uns kommen irgendwann. Ah, hier ist Gluck Gluck. Sehr schön. Hä? Wer ist da? Rodolf, seid ihr das? Ah, natürlich! Der Boss hat euch gesucht. Er sagt, er würde oben am Gipfel warten. Ihr stellt seine Geduld besser nicht auf die Probe. Nein, 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 ich doch nicht. Denkst du das Gleiche, was ich denke, Frederik? Also, dass du ihm ordentlich Seitenstechen gibst? Ja, aber natürlich. Und? Der trägt schwere Rüstung. Endlich. Endlich was Vernünftiges zum Anziehen. Sehr schön. Ich sehe gut aus. Kann denn der lesen? Der sieht doch gar nichts. Der ist blind. Na, mit genug Vorstellungskraft kannst du alles sehen, wenn du nur willst. Auch wieder richtig. Auch wieder richtig. Das ist nur... Das kann man verkaufen. Ja, die Leute hier, die kaufen einem ja jeden Schrott ab. Das habe ich auch gemerkt. Ja, 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 ja. Ich hab gut gelernt, weil ich bin ja ein Nicht-Skelett, Sajin. Ein Nicht-Skelett, das weiß das. Habt ihr etwas gehört? Vielleicht. Oh, da ist die Bande am Start. Sajin? Hier drüben. Ready for this, friend? Tötet ihn. I'm going down. Ah, voll zugestochen. Ich werde euch töten. Glaube ich nicht. Schlägt den schon mit holzernen Keulen zu. Das war ein Magier. Gib mal Trank. Ja, da ist ein Drecksack mit einem Bogen. Ey, Sackgesicht! There you are. Usha, voll zugestochen. Huh. Nochmal zustechen, einfach um sicher zu gehen. Die Drecksäcke, die könnten ja einfach aufstehen und dann kommen und einem von hinten stechen. Wo kommen wir denn da hin? Da wollen wir ja nicht. Nein, 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 nein. Oh. Ein Funkelstein. Was haben wir da? Ein Buch. Hoffnung der Redoran. Wer sind die Redoran? Ich glaube, das ist ein Volk. Ja, das kann gut sein. Du kennst dich ja da besser aus als ich. Flüchtige Zutaten. Nehmen wir mal mit. Auch wenn ich kein Zaubertrankbrauer bin. Kann man das sicher gebrauchen? Oh. Eisenstiefel, Eisenschild. Stahlhornhelm. Ich glaube, der ist besser als mein Eisenhelm. Habe ich sogar Hörner. Dann bin ich das. Der Hörnermann. Denkt ihr, das wird funktionieren? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die mit dir reden, du Idiot. Ich meine natürlich, hast du recht.
Das kann vielleicht kann es funktionieren, vielleicht auch nicht. Wenn wir Glück haben, zerfetzt es uns die Kehle nicht. Na? Heute ist alles voller Bogenschützen. Komm. Zugestochen. Aha. Das ist alles voller Bogenschützen. Satchel, ihr habt einen Pfeil im Kopf. Ich nehme den oben. So, komm her, du Sackgesicht. Zugestochen. Oh. Weg mit dir. Ist der mir einfach hinterhergelaufen? Welch eine Perversion. Wie hat er das gemacht? So long! Was auch immer das in eurer Sprache heißt. Aber da war doch noch ein Ork. Was hat der denn? Eine Schaufel. Was will der denn mit einer Schaufel gegen mich anrichten? Können wir eigentlich zuschlagen? Ja, können wir. Ah, können wir sogar. Sehr schön. Auf so zu zittern, da wird einem ja ganz schlecht. Musst du den Wolf so diskriminieren? Ja, muss ich. Okay. Jedem das seine. Ich bin da jetzt nicht. Der arme Wolf. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Eisenader. Oh, brauche ich eine Spitzhacke. Aber ich habe keine Spitzhacke. Das gefällt mir gar nicht. Denn ohne Spitzhacken kann man nicht spitze Sachen abhacken. Deswegen heißt es ja Spitzhacken. Aber da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Sag mal, hast du heute einen guten Tag? Ja. Okay, ich glaube, hier oben sollte dieser Boss sein. Ich glaube, der da hinten muss der Boss sein. Ihr gehört mir. Mal erst noch sehen, wer hier wem gehört. Nein! Ah, ist wieder runtergefallen. Verdammte Scheiße. Okay, wir gehen ihn nachher nach. Eisennotachai. Oh. Her damit. Eisenkriegshammer. Will ich nicht. Geld will ich. Was ist das hier? Diadem der Erfahrung. Okay. Des Frostbisses. Kältestoß und ein Welkenstein. Aber trotzdem hier mal runter. Oh. Eisenhände. Stahl, zwei Hände kann er behalten. Aber ich sehe hier diese Eisenhände. Die verstärken sogar meine beidhändigen Angriffe. Das gefällt mir. Ich habe bebänderte. Ist sogar besser, die Rüstung. Das Problem ist, ich komme hier nur leider nicht mehr hoch, Sashil. Ihr müsst da runterkommen. Die Frage ist, ob ich jetzt hier runterkomme, ohne mir etwas zu brechen. Ganz langsam, Lord Chiogorath. Ihr seid auf meiner Seite, ich weiß es. Meinst du, er hat dich auch zu einer Bergziege gemacht? Ich bin mir sicher, dass er das gemacht hat. Haha! Wie ein Profi hier runtergekommen. Das ohne größeren Schaden. Da liegt ja noch die Ratte, die wir getötet haben. Sehr schön. War dieser Ausflug auch erfolgreich. Sind da die netten Leute noch da hinten? Oder sind die bereits weitergegangen? Da kampiert haben. Naja, ich bin voller Güter, die ich eigentlich verkaufen könnte. Und es wäre eine Schande, die an Banditen zu verlieren. Wohl wahr. Und das Geld, das können wir gut gebrauchen. Ja. Und die eine da, die meinte ja, die bezahlt mir ja dafür praktisch jeden Schund, den ich da vorbeibringe, eigentlich gutes Geld. Es wäre eine Schande, dieses Geld zu verlieren. Außerdem habe ich ja nicht die Riesentragfähigkeit, das Skelett. Warum redest du plötzlich so offen darüber, dass du
ein Skelett bist. Weil die anderen noch nicht aufgeschlossen haben. Da hinten ist Sajil. Ah, Kluck, Kluck. Sehr schön. Ja, ja, Sajil wird aufschließen. Oh, ein Ork. Ein Ork. Frederik. Ein Ork. Das kann ich auch sehen. Aber was denkst du? Was macht denn der da? Ich glaube, der ist da als Eskorte dabei. Und ist am Ende des Tages wohl der da am meisten helfen kann. Sag mal, Frederik. Ja? Deine Stimme hört sich anders an. Ja, ich hab mich ein bisschen umorientiert. Weil beim letzten Mal hast du dich ja beschwert, dass meine Stimme in deinem Hals schmerzt. Wie meinst du das? Ich könnte natürlich auch so weiterhin sprechen, so wie wir das letzte Mal das getan haben, aber da hast du dann immer sofort gleich angefangen zu husten. Ja, hast du recht, das geht wirklich auf meine Stimme, ne? Ich wäre dafür, dass du deine Stimme weiterhin so verstellst. Was ich nicht alles für dich tue. Ja, ich freue mich darüber, Frederik, denn ohne dich wäre ich hier definitiv verloren gewesen. Denn du bist der am meisten Sozialkompetenz von uns allen hat. Nein, 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 nein. Das ist immer noch Kluck, Kluck. Stimmt, ja. Kluck, Kluck. Stimmt, Kluck, Kluck. Ah, Sajil ist auch da. Sehr schön. Gut, dann wollen wir hier nochmal verkaufen, die Dame. Ich habe hier einige gute Stücke. Klingen, Helme... So ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, ihr müsst erstmal meinen Schund abkaufen. Also, Eisenhelm baue ich nicht mehr. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das baue ich nicht. Oh, meine Pike. Die baue ich aber. Sonst kauft ihr ja nichts. Was habt ihr eigentlich an Waffen dabei? Natürlich bis auf das Zeug, das ich euch verkauft habe. Ein Eisenrapier. Nein. Brauche ich nicht. Sajil! Wir haben verkauft. Wer ist das? Ihr braucht etwas? Ja, wer seid ihr eigentlich? Wer ist das? Weiß ich nicht. Komische Leute gibt es hier. Hm. Meint ihr, wir finden noch ein paar Banditen, Sajil? Mit denen wir uns hier... Oh. Die läuft mit einer Holzfäller-Axt rum. Sajil? Danke. Kann ich euch etwas fragen? About what? Über euch? About me, huh? Tell me. Woher seid ihr eigentlich, Sajil? Das würde mich sehr interessieren. Born and raised in Hammerfell. Oh, wait. I was born elsewhere, but it's a long story. Oh, das ist okay. Ich hab Zeit. Kluck, Kluck auch. Und Frederik definitiv. Der muss nicht mal essen. Sag mal, muss ich immer so Seitenhiebe abkriegen? Ja, musst du. Me and my brother were born in elsewhere, but we were adopted and taken to Hammerfell because... Let's just say, my mother had a big skooma problem. Skooma! Ist das nicht dieses Gebräu, das einem hilft, ganz viele tolle Sachen zu sehen, die dann sagen, überall sind tolle Sachen? Ich glaube, das ist auch das Zeug, das gewisse Leute, die zu schwach sind, abhängig macht. Ja, das kann uns ja nicht passieren, denn wir sind hochentwickelt. Ja, yeah, she made the skooma herself. Added stuff you weren't supposed to add, if you know what I mean. Oh. Normal skooma is fine at best, but she made that stuff 10 times stronger. Oh. Okay. Es tut mir leid, dass das euch passieren musste. Don't be. I was taken when I was a cub. I don't even remember her face. My brother Dusto. It was difficult for him. He had to learn how to cook for himself and take care of me, meanwhile trying to ignore our mother. Oh. Can't imagine. I guess I was lucky. I don't remember a thing. Oh. Und euer Bruder? Ist er auch so klein wie ihr oder ist er größer?
My brother Ketut. He's very loud. But a good brother. A huge one. He's a bummer rat. So much bigger than me. He used to be so jealous of me. He wanted to be a doggy rat so bad. Fama-Rat? Doggy Rat? Sind das Ratten? Ich glaube, das sind Rassen, du Idiot. Aber ich habe keine Ahnung, Sashil. Was ist das? Oh, I am sorry for being unclear. Well, Khajiit can be found in the handful of forms. It's very complicated, but in short, a Pamarat is like twice as big as a doggy rat. Und wenn er so groß ist, warum wollte er denn dieser doggy rat sein? So he could climb like I used to. Doggy and doggy rat are known for being skilled climbers. Luckily for him, he grew out of that phase and is making good use of his strength now. Oh, seine Kraft? Yes, Palmer Rat are ridiculously strong. He started fighting with his fists to calm down his jealousy for my skills in climbing. Then we found out that he was a natural at it. He's honestly better with his fists and claws now. I can't imagine him holding a sword. Interessant. Sure is. Just so you know, we didn't really use it for good. You should know. After we figured out that he could fight, he was on the lookout, while I stole countless of coins and jewelry. Not to brag, but I know the interior of every tower in Hammerfell. I am just telling you so you know, yes. Maybe my knowledge can help you in the future. If you want to, of course. So don't judge. We were just kids, okay? War die Stimme von Frederik Tudwe in meinem Hals. Dich? Ich habe extra gewechselt für dich. Naja, ich habe keine Probleme damit. Ich habe da keine Probleme damit. Ich und Frederik, wir als Nicht-Skelette, wir sind immer offen gegenüber allen. Thank you. We were nuts back in the day. I mean, we still are. But not reckless. Let's continue, yes? Ja, würde ich sagen. Gut. Huh. Wollen wir uns das auch mal hier ein bisschen besser umsehen, nicht wahr? Glaubst du, dass Lord Cheogorath hier irgendwo ist? Na, ich glaube nicht, dass das ist mir viel zu aufgeräumt hier. Ich könnte mir vorstellen, dass er in einer anderen Stadt sich heimisch fühlt. Kampfgeborener, gebt mir euer Geld. Ich habe kein Geld. Ihr solltet mir jetzt am besten 5 Septime geben, sonst kriegt ihr eins auf die Nase. Nein, bitte. Ich hab wirklich kein Geld, Breit. Morgen kriegt ihr 10 Septime. Aber bitte nicht. Richtig gewalttätig, die Leute hier. Ich weiß, dass seit eurer Familienehre wichtig ist, aber wir können uns das nicht leisten. Ich habe Wochen gebraucht, um diese Diebeshöhle zu finden. Ich kann jetzt nicht aufgeben, aber ich kann mir das Schwert auch nicht alleine holen. Ihr wollt also eure Frau und eure Tochter für die Beschaffung eines rostigen alten Schwertes hungern lassen? Ich muss einfach nur ein, vielleicht 2 gute Männer anheuern. Ihr würdet auch keinen Hunger leiden müssen. Ganz einfach. Holt euch euer Schwert oder behaltet eure Frau. Wenn ihr einen Fuß vor das Tor setzt, bin ich bei eurer Rückkehr nicht mehr da. Mal so gewalttätig hier. Guter Mann? Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Ich habe schon gehört, dass ich sehr gut sein soll. Guten Tag, guter Mann. Name ist Klacker. Hört sich komisch an, aber keine Angst, ich bin kein Skelett. Auch wenn ich so aussehen sollte. Ich bin ein Nicht-Skelett, ich bin ein Mensch wie ihr auch. Genau. Sehr unauffällig. Ruhe, Frederik. Die Erwachsenen reden. Ich habe gerade gehört, dass ihr euch geschritten habt. Saphir gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Oh, und dann braucht ihr Hilfe, um das Schwert zu finden? Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Das ist doch schön. Saphir, wartet.
Ich... Das ist auch eine gute Idee. Da haben wir doch was zu tun. Wo ist denn dieses Familienschwert? Ah. Lager stehender Strom, hat er mir eingezeichnet. Interessant. Und da brüllt einer rum die ganze Zeit. Und ich verspüre einen kleinen Hunger. Ich wäre dafür, wir essen den ganzen Salat. Aber du weißt schon, dass davon der Beach schrumpft. Ich weiß, aber das ist kein Problem, denn wir haben gar keinen mehr. Das ist auch wieder recht. Ah. Ich entschuldige mich. Jo, dann haben wir ja doch was zu tun. Lasst mich ran. Sie behaupten, es sei wegen des Ärgers mit den Sturmmänteln? Hm. Ganz genau. Es gibt nur noch halb so viele. Die Frage ist, ob wir uns das jetzt schon antun wollen. Die Banditen sind oder ob wir uns da kurz noch ausruhen wollen. Oder besser gesagt, ihr euch ausruhen könnt. Sajil, ihr seht mir etwas hungrig aus. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Da wollen wir uns das noch antun. Ist ja nicht so weit weg. Also. Es ist ja noch Tag. Wir sind immerhin zu dritt. Zu dritt? Ja, ja. Also, nichts gegen dich, Frederik, aber du bist nicht wirklich im Kampf zu gebrauchen im Moment. Und Kluckluck macht sicher auch ihre Arbeit gut. Also sind es ich und Sajil gegen ganz viele Banditenpack. Ja, dann wirst du wohl recht haben. Aber wir müssen aufpassen. Es wimmelt hier von Bogenschützen. Und das könnte zu Beginn ein Problem darstellen. Aber immerhin trage ich jetzt eine Rüstung. Darfst du nicht vergessen, Frederik. Ich habe eine dicke, fette Eisenrüstung. Sajil trägt eine Elfenrüstung und Kluckluck ist von Lord Cheogorath beglückt worden. Das heißt, sie kann auch nicht sterben. Stimmt. Dann wollen wir doch mal sehen. Dieses komische Camp ist da oben an einem Flüsschen. Laufen wir doch da mal rüber. Und schauen, was wir da drüben finden können. Hier ist auch ein Fluss. Ein kleines Flüsschen, besser gesagt. So, hier in der Tundra. Weiß ich nicht, ob mir das gefallen will. Also. So. Da drüben können sie wohl nicht sein, aber da hinten vielleicht. Wir sehen. Bisschen weiter da oben. Da hinten müsste dieses ominöse Banditenlager sein, wo dieses Schwert zu finden ist. Das ist sicher gute Kampferfahrung. Aber wir werden wahrscheinlich nicht gegen wenige antreten müssen. Das heißt aber, wir müssen aufpassen. Wir können hier nicht mit Unterstützung rechnen. Korundium-Ader. Oh. Interessant, dass das Zeug hier aus der Erde rausspricht. Hat wohl Lord Cheogorath was vergessen, wieder einzupacken. Ja, sieht so aus. Also, wo ist dieses Halten da? Ah, da hinten. Sehe ich da hinten irgendeine Palisade? Da müsste das... Ja, da hinten sehe ich was. Was aus Holz? Ja, das sieht mir doch ganz stark nach dem aus, was wir suchen. Definitiv. Definitiv, ja. Sajil? Wir werden wohl einen Kampf vor uns haben. Da oben sehe ich einen. Also, dann wollen wir. Wir kommen hier nicht unvorbereitet hin.
Na, habt ihr uns schon entdeckt, ihr Sackgesichter? Wir warten hinter der Tür. Autsch! Ich nehme den den da drüben mit der Armbrust, der fiese Kerl. Ich werde euch vernichten. Weg mit euch. Sehr schön. Lebt da noch einer? Er hat gesagt, er will mich vernichten, der Drecksack. Ich glaube, ihm ist da noch den Pfeil aus der Schulter. Sehr schön, gut gemacht. Das müssten mal alle gewesen sein fürs Erste. Also, was haben wir denn hier Schönes? Ihr wolltet also abhauen. Was ist das denn? Oh, das ist ein Jäger. Ich dachte schon, er will uns angreifen. Doch nicht. Habt ihr den Magier? Ja, habt ihr. Sehr schön. Mal den Trank her. Ich habe hier einer von der Brüstung gestoßen, aber wo ist der gelandet, der gute Mann? Ah, hier. Weil der hatte nämlich Bolzen dabei und eine Stahlarmbrust. Die konfiszieren wir. Aber was machen wir denn damit? Das verkaufen wir dann natürlich. Natürlich, natürlich. Okay, jetzt wird's eng. Ich hoffe, niemand hat ein Druckschalter. Kann uns nicht passieren. Ist da jemand? Ich bin da, du Sackgesicht, ne? Was ist das denn für Schwächlinge hier? Beiden. Gib mal deinen Schlüssel her. Oh. Alkohol. Eine Bärenfalle in der Luft. Eine gute Idee. Kann es sein, dass das alles Schwächling... Oh, eine Spitzhacke. Sehr schön. Dann lassen wir uns das mal abbauen. Biden, wie konntest du denn das so schnell abbauen? Ha, ich bin halt sehr gut befreundet mit Lord Cheogora. Deswegen kann ich solche Sachen. Er wird jetzt nicht übermütig, kleines Männchen. Ja, ist okay. Nehmen wir aber alles mit. Jetzt können wir nämlich alles verkaufen. Wir hätten auch so reingekonnt. Ja, sehr schön. Nehmen wir alles mit, die Eisenader. Wir haben auch Granatsteine gekriegt. Das muss der Big Boss sein. Komm, wir machen ein bisschen aufmerksamer von. Was war das? Ich bin's. Was war das? Magier Sajil, ihr übernehmt die Magierin. Voll weggestochen. Er hat einen dicken Stab. Ist einfach draufstechen, müsst ihr. Wir nehmen dich. Einmal draufstechen. Ha! Was für Schwächlinge. Stahlkriegshammer, das ist doch nix. Was hattest du denn dabei eigentlich? Bild dabei und einen Kampfstab. Her mit den Wertsachen. So, das müssten alle gewesen sein. Nimm alles mit. Alles seine Vor. Die haben hier Mammuts gejagt, die Drecksäcke. Einfach so ein wolliges Mammut kaputt machen, das geht doch nicht. Bin ich eben auch. Wollen wir hier mal hören? Sehr schön. Drin sind wir. Danke, Sajin. Danke. Sehr gut demotiviert. Was haben wir denn hier Schönes? Geld. Nehmen wir mit. Tränke. Alles her. Kann man sonst zur Not verkaufen. Was haben wir hier Schönes drin? Dieses komische Schwert. Die Bella. Wie sehe ich aus? Haltet den Schrott. Schau mal hier. Noch mehr Tränke. Stiefel. Aber sonst eigentlich nichts, was sonst nützen könnte. Ah ja, das ist ja jetzt unser Domizil. Sajil, ich wäre dafür. Wir kehren hier kurz ein. Und dann gehen wir wieder zurück und schauen,
was uns sonst noch so Schönes entgegenkommt, nicht wahr? Finde ich eine gute Idee.